Wo stehe ich denn hier im Keller? Das weiß ich nicht, da bist du wohl dann ausgestiegen. Und damit sind wir wieder zurück bei Minecraft. Ole! Hallihallo, liebe Freunde. Es sieht so aus, als wäre ich noch auf dem Baum und alles ist wie früher, aber ich habe mal offline ein paar Bäumchen weggeklatscht. Da zum Beispiel und hier hinten. Jetzt haben wir etwas mehr Baufläche, weil ich fand das ein bisschen langweilig, aber ich wollte irgendwas machen. Und alleine erzählen war doof, weil mein Mitspieler hatte keine Zeit oder keine Lust. Was auch immer, ist ja egal, ich habe Bäume umgeklatscht. Es ist dunkel. Da ist er. Ich glaube, letztes Mal wurde auch dunkel, ich weiß es nicht mehr genau. Wir können unser Feld ernten. Ja, das stimmt, das ist während der Zeit gut gewachsen. Aber die Möhrchen haben sich, glaube ich, nicht weiterentwickelt. Ich hatte die, glaube ich, einmal rausgenommen, aber es war wieder nur eine Möhre. Ich weiß nicht, ob die immer noch nicht fertig sind. Das müsste ich vielleicht nochmal irgendwann nachlesen. Ob die irgendwie besondere Behandlung brauchen. Schauen wir mal. So, das Bäumchen, wo ich draufstehe, werde ich jetzt gleich nochmal wegklatschen. Erstmal gucken, wie hoch das ist hier. Aber ich bin schon fast ganz oben. Wo ist denn hier? Nehmen wir die Axt. Ne. Flup, flup. Das fängt ja schon wieder gut an hier. Fluppidi Flippidi Flup. So. Wer so sagt, hat keine Lust zu arbeiten. So. Deswegen spielen wir auch Minecraft. Und nutzen nicht unsere körperlichen Fähigkeiten zur Arbeit. Ein bisschen Welche dunkel. körperlichen Fähigkeiten? Ja, dass du keine hast, weiß ich ja. Und ich brauche keinen. Bah. Ich brauche keinen, ich bin Milliardär. Ja, genau. Ja gut, ich bin Billionär. Ja, genau. Na gut, ich bin Gott. Quadrillionär. Ich bin Gott! Nein. Warum haben wir keine Erde mehr? Hast du noch ein bisschen Schmutz einstecken? Ich habe Erde nicht abgebaut. Also, wir hatten schon vorher keine Erde mehr. Ich habe nur Bäumchen weggehauen. Ich habe das alles so gelassen. Wir können das e sonst einebnen hier auf unsere Landwirtschaftsfläche. Dann haben wir genug Erde. Ich muss erst mal gucken, wo du bist. Und den Baum, der hier gerade runterkommt. Über dir. Ah ja. Ich hoffe, ich habe keine Aststückchen fliegen lassen, so wie beim letzten Mal. Das waren ja doch reichlich. Die habe ich ja auch gestern, ja, gestern in der Nichtaufnahme entfernt. Und dadurch haben wir jetzt auch unten im Keller Ja, das habe ich gesehen. noch zwei Kisten stehen. Eine ist, glaube ich, jetzt mit Sand und eine ist mit Holz. Hier willst du jetzt die Erde abtragen oder auffüllen? Na, vor uns sind ja noch ein paar Hügelchen, die können wir ein bisschen abtragen. Und dann füllen wir das, was hier leer ist, auf, dass es auf eine Höhe kommt. Würde ich sagen. Na, dann los. Weil hier geht das ja noch. Es ist ja später, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, ein bisschen, sollten wir zufällig irgendwie anfangen, etwas größer zu bauen oder größere, vielleicht machen wir hieraus irgendwie eine Stadt oder so, oder einen Stadtrand mit Landwirtschaft. Dann würde ich ja auch sagen, dann passen wir uns ein bisschen in die Landschaft ein, also dann lassen wir auch ein bisschen die Landschaftsstrukturen und gehen manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen niedriger, so wie Oh. es halt in der Realität auch ist. So. Respektiere die Realität. Genau. Ich hoffe, man hört meine Geschmatze nicht, weil ich kaufe gerade Kaugummi. Ist ja voll eklig. Schaufeln habe ich noch zwei. Hier sind nur ein paar Höhleneingänge, muss aufpassen. Scheiße. Die haben sich da gut im Dschungel versteckt, die Du musst Schweine. mal hier meinen Schmutz einsammeln. Ich habe noch, mein Inventar ist voll. Oh, du hast bestimmt noch den ganzen Sand in der Tasche, den habe ich gestern nämlich gesucht. Ich habe den ganzen Sand in der Tasche. Woher weißt du das? Weil die eine Kiste, wo der Sand ursprünglich drin war, da war keiner mehr drin. Und ich wusste, dass wir noch irgendwie ein paar Stapel haben. Huch. Ich wusste gar nicht, dass ich den ganzen Sand eingepackt habe und warum überhaupt. Ich weiß nicht, wolltest du den vielleicht nicht einfach eine Etage tiefer legen? Ach, was weiß ich, was ich wollte. Kann man immer wissen, was man will? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Wahrscheinlich weiß er eher nicht. Nein. Erde So. klatschen, klatsch, klatsch, klatsch. Und ich habe mal nachgelesen, Dschungel breitet sich nicht aus. Oder Sumpf meine ich. Im Alten auch nicht? Nein. Da stand nichts bei im Dann war Minecraft-Wiki. das. Da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf. Dann war das Man irgendwas soll ja sich nicht anderes. auf Wikipedia verlassen, aber bei Minecraft stimmt das bestimmt. So, Wolle, Wolle, Wolle. Wolle Petri. Wolle, Wolle, Wolle. Wollowitz. Wir haben nur noch Singer. einen gebratenen Fisch.
Ich habe auch kein Essen in der Tasche. Wir sind ja momentan noch auf Peaceful, deswegen ist das nicht so schlimm. Weil ich habe mal gedacht, machen wir Baumodus, ne? Solange wir hier noch ein bisschen bauen, wir werden ja später dann noch mal ein paar Ausflüge machen. Und da werden wir dann noch wieder mit Monsters in die Höhlen rennen, in die Lava fallen, uns von Creepern sprengen lassen, was halt dazu gehört. Der ganze Spaß jedenfalls. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich relativ schnell an diesen Shader gewöhnt, auch mit der Tiefen, mit der Tiefenunschärfe. Ich kann das immer nicht merken. Ja, sieht eigentlich so aus. In der Tiefe ist es jetzt unscharf. Hinten. Von daher. Das gefällt mir. Nur manchmal kommt es halt irgendwie zu Bugs. Ich weiß nicht, ob das in der Shader-Version liegt oder an dem Shader, den ich jetzt hier drin habe an sich. Nicht an dem Mod. Aber Käfer sind ja nun mal in der Realität auch, also. Ja. Was soll's? VW-Käfer zum Beispiel. Zum Beispiel. Mistkäfer. Marienkäfer. Ah, Maikäfer. Borkenkäfer. Mir fällt keiner mehr ein. Mir auch nicht. Mistkäfer hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Ich habe keine Schaufel mehr. Ich gehe Schaufel bauen. Jetzt auch ein paar. Bau einfach zwei Diamanten und fertig. Ach so, stimmt, wir haben ja Diamanten. Wenn du die nicht im Inventar hast. Ne, haben wir nicht. Laufen! Hui, hui! Da, genau. Zack, zack. Stiggies. Blub, blub. Blub, blub, blub. So. Wo war die Tür? Hier. Ja, Geht das hier gar nicht weiter? Was ist denn das für zu ein eine paar blöde Fehlern Kuh? kommst. Da ist die Sonne, da sind die Wolken, hier ist der Schatten. Naja. So Oh, viel du zur hast die Realität. Kakaobäumchen weggehauen, ne? Hä? Du hast die Kakaobäumchen weggehauen. Ja, und dann wollte ich das auffüllen, aber es gab keine Erde mehr. Achso. Ach ja, ich wollte ja die Schaufel bringen. That's the reason why. And there's the bottom line, Stone Cold said so. Geht das hier weiter? Ich habe da mal ein paar, in die paar Eingänge habe ich einen Blick reingeworfen, aber. Ich habe leider keine Fackels mit. Ich habe auch nur noch 61. Aber in der Kiste waren welche. Aber da müssen wir jetzt auch nicht reinrennen, denke ich. Das heben wir uns auf. Noch Falls. eins tiefer? Ja, so, dass es drüben passt, so wie drüben. Jetzt müsste jetzt einen noch, glaube ich, runter hier. So tiefer zu gehen? Ja. Naja. Ja, erstmal haben wir dann eine Menge Erde. Damit wir dann auch eventuell in Richtung Wüste gehen können. Mit dem Ausbau. Deshalb denke ich, ist das ganz gut. Gut, hier können wir noch ein bisschen Steine rausziehen. So wie es aussieht. Krabbelstone. Edna Krabbelstone. Dann kann man auch noch ein bisschen Bricks, Stone Bricks brecken. Ja. Und dann Straßen bauen und so ein Quatsch alles. Genau, Pfade. Aber dann brauchen wir noch Gravel, eine ganze Menge, denke ich. Na, das würde sich ja dann, denke ich mal, spätestens bei den Höhlenbesuchen ergeben. Oder wir finden zufällig irgendwo so eine Stelle, wo draußen, es kommt ja ab und zu mal vor, so ein Riesengebiet ist, wo alles aus Kies besteht. Das habe ich schon mal ein paar Mal gesehen. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns noch ein Portal und holen uns ein bisschen Glowstone. Ja, aber das müssten wir dann auch im Monster-Modus machen hier. Ja, sicherlich. Aber da gibt es noch ein paar lustige Viecher. Können wir mal alles sehen denn. Ja, ist ein bisschen blöd gerade hier. Ist nichts am Himmel und trotzdem ist dunkel. Jetzt ist wieder hell. Ist nur ein bisschen komisch. Naja, muss Mach ich. doch einfach Licht an. Ja, es geht ja immer an und aus. Kannst ja die Videos Naja. später mal angucken. So ist das mit dem Licht. Manchmal geht es, Manchmal nicht. manchmal nicht. Ich grab mir ein Loch Ich grab mir ein Loch. und da stecke ich einen Streber rein. Da steck ich einen Streber rein. Nein, nichts gegen Streber. Streber sind super. Du bist ja auch ein Streber. Quatsch, nee. Ein erfolgloser Streber. Oh, guck mal, hier ist Kies. Was ist was wo? Hier vorne ist Kies. Bei der Höhle, wo ich hier bin. Können wir gleich auch noch mit abbauen.
Da können wir irgendwas anderes reinschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. Oder wir lassen das hohl. Mal gucken. Schmutz zum Beispiel. Schmutz brauchen wir ja. Erstmal als Bau. Weißt du, wie viele Millionen Tonnen wir Schmutz jetzt hier haben? Aber es gibt nie genug Schmutz. Breath Power Reiniger. Ach nein, ich wollte keine Werbung machen. La 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 la. Huch. Hey, ich bin's wohl. Pieger ankommen. Also wirklich. Ja, so eine Diamantschaufel macht schon was her, ne? Ja, sie ist so ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Ja. Als länger. Eisen. Ich hatte ja vorher die Eisenschaufel. Ja, ich auch. Eisen, Eisen, Popeisen. Kavil. Mir fällt gerade auf, ich habe da hinten Da. noch Holz fliegen lassen. Huch! Ich Ja. bin in ein Loch gefallen. Wie gut, dass keine Lava drin ist. Das hättest du, glaube ich, schon gemerkt, ja. Ist das nächste Loch? Achso, das hat noch Tageslicht. Ja, es wird langsam. Wir haben ja auch noch gut was geschafft jetzt in kurzer Zeit. Diamant macht's möglich. Wobei mit Eisen wäre das auch nicht so schlimm gewesen, denke ich. Aber wir hätten halt öfter wechseln müssen. Wegen Ja, eben. Verschleiß. Eben. Wegen der guten alten Abrasion. Wegen wem? Abrasion. Abrasieren? Ja, quasi, hm? Schmutzi, Schmutz, Schmutz, Schmutz. Das war aber auch nervig, muss ich sagen, mit den ganzen Bäumen und dem ganzen Unterholz, wo auch noch das Grünzeug rumwächst. Deswegen, das wäre, glaube ich, ein bisschen penetrant nervig gewesen, das zu zeigen in dem Video. Kann ich mir vorstellen. Wir hätten aber einfach ein Baumhaus bauen können, geiles. Können wir da drüben, da steht ja noch ein bisschen Wald. Oder wir züchten uns selber Bäumchen. Ist ja alles möglich. Leider nicht möglich, es wird bereits gebuddelt. Nein! Hast du wieder nicht aufgegessen? Was bauen wir denn hier hin überhaupt Schönes? Ja, ich weiß nicht, entweder machen wir hier vielleicht so eine Art Hafengelände. Also wir können ja hier drüben so einen kleinen Hafen machen. Ja, wobei es relativ flach hier, ne? Ich weiß nicht. Scheiß da drauf. Oder so eine Art Bootsanlegeplatz vielleicht. Vielleicht können wir auch hier ein Schiff reinsetzen. Ja, wobei es ziemlich flach, ne? Quatsch, geht. Also mit Schiff bin ich einverstanden. Machen wir ein schönes Hafengelände, ja. Ja, vielleicht so eine kleine Segelschiff oder sowas. Oder ein riesengroßes. Größer als die Titanic. Naja, so groß auch wieder nicht. So groß, dass es außerhalb der Sichtweite ist, da wo das Schiff aufhört. Nein. So Wir groß wollen wie nicht übertreiben. deine. Und da Ja. brechen wir den Spruch ab. Ja. Denn wir wollen das Sprich Niveau das. auf einem gewissen Grundlevel halten. Und nicht noch tiefer sinken. Völliger Blödsinn. Niveau. Was erzählt er hier was von Übrigens ist hier der Niveau? Übergang in das Schneegebiet und hier schneit's. Oh, hier bleibe ich, hier regnet es nicht. Hier Ja, gefällt das. mir das. Regen, Schnee. Regen, Schnee. Halt Regen, er auf rum zu Schnee. daddeln und geh arbeiten. Meine Fresse. Mann, Mann, Mann. Leute, schickt das Arbeitsamt. Die Agentur für Arbeit. Naja, ist doch alles dasselbe. Bloß weil die einen anderen Namen jetzt haben, machen die trotzdem noch nicht mehr. So und so.